Und willkommen zurück zu The Forest, zusammen mit dem Items. Und Hi. Wir bauen gerade unsere Stadt vor allem. Dorfmauer. Stadtmauer. Dorfmauer. Ja? Ich bin die Maurer. Die bimste Dorfmauer. Wir haben in der letzten Folge, falls ihr die noch nicht geguckt habt, die gibt es bei Items, eigentlich ganz witzig, herausgefunden, dass man Bäume besser nicht auf seine eigene Base fallen lassen sollte. Ich habe gehört... Wow! Ich habe in die andere Richtung fallen lassen, deswegen habe ich nichts gesagt. Ich jetzt auch. Ich lasse wieder nach oben fallen. Aber siehst du, das funktioniert tatsächlich. Man kann es selber kontrollieren. Ja. Hast du gut rausgefunden. Ich habe vergessen, wo ich die restlichen da sitze. Das ist, mit mir irgendwann wirklich Überlebenstraining im Wald machen, würde ich dir übrigens nicht empfehlen. By the way, fällt mir gerade so auf. Okay, warum? Das ist, ich habe gerade vergessen, wo ich einen Baum gefällt habe. Oh, würde das ist wieder gut tun. Für die Koordination. Ja, das ist so. Hast du den Baum auf der Westseite des Hangs gefällt? Wo ist Westen? Welcher Baum? Ich dachte, ich sollte eine Oma hauen. Ach, komm schon. Oh, come on. Baum in die andere Richtung. Übrigens ist es immer noch zu warm für eine Facecam. Einige hatten gefragt. Eigentlich ist das genau das richtige Spiel für eine Facecam, aber leider nicht das richtige Wetter. Ja, aber wenn es bei mir auch kühler ist, mache ich auch zum Beispiel Facecam an. Oh, ich habe Hunger und ich habe Durst. Ich gehe mal kurz zurück. Hauen, hauen, hauen. So. Baum, in die Base. Nein! Oh, aber super knapp gewesen. Hui! Ich habe aber in die andere Richtung gezielt gehabt. Hast du ein Fenster genau an der Seite gemacht, wo man nur auf diesen fetten Baumstamm gucken kann? Naja, ich dachte, diesen fetten Baumstamm machen wir vielleicht irgendwann noch weg. Das haben wir doch vorhin versucht in meiner Folge, da hieß es doch, das geht nicht. Ja, im Moment. Wir brauchen wahrscheinlich besseres Werkzeug dafür, oder? Dachte ich. Ich glaube, den kriegst du einfach gar nicht weg. Oh. Na, dann haben wir jetzt eine schöne Aussicht auf den fetten Baumstamm. Wo ist das Problem? Der Raum ist schön, ja. Also ich fühle mich schon viel verbundener mit der Natur, muss ich sagen. Was mit der Aussicht meinst du, oder was? Ja. Ja. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, schaue ich auf eine große Eiche. Ich bin wirklich zufrieden damit. Oh, good vibes. Ja, okay. Ich wollte es gerade sagen. Also ich führe da schon die richtigen Vibes von den Bäumen aus. Es gibt ja leider Leute, Mist, oder es gibt, das heißt leider. Es gibt ja Leute, die wirklich den ganzen Tag so reden. Bei denen schlafe ich dann aber ein beim Zuhören. Oh, jetzt habe ich Soundbugs. Die auch? Nee. Bist du jetzt so laut auf einmal Wetter hast? Nee. Das hatte ich aber zwischendurch und dachte, oh, Sturm. Schön. Sehr, sehr nice. Hauen. 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 Am Feld. Bin ich in der Nähe. Wo bist du denn? Ach, unten in der Base. Ja. Oh, ich glaube, ich habe 6 da rausbekommen. Ja, zwischendurch passiert das tatsächlich mal. Oh, sind doch 5. Aber ich bin trotzdem happy. Sag mal, wir sind hier richtig flott unterwegs. Ja. Das haben wir schon gut drauf, dass Bäume fällen und Sachen bauen. Und Sachen kaputt machen. Ja, Sachen kaputt machen kriegen wir besonders gut hin. Okay, Notiz an mich, merke dir, wo du Bäume fällst. Du siehst es nämlich nicht. Nee, ist richtig. Vor allem, wenn da überall Stümpfe sind. Ja, die Stümpfe kann man ja auch entfernen. Da musst du einfach nur länger drauf rumhacken. Hm. Sollten wir vielleicht später dann auch machen. Ich glaube, sonst spawnt auch nichts nach. Hallo? Wo sind meine Logs?
Du hast dasselbe Problem wie ich. Nee, ich weiß aber, wo mein Baum eigentlich gefällt wurde. Anscheinend nicht. Hm. Hier liegt noch einer. Ein Herrenloser. Spaß nicht. Ich muss dir ganz kurz den Ventilator ein bisschen auf Kuschelkurs bringen. So. Wie weit bist du da hinten? 7 brauchen wir noch. Baumfeld. Brauchen wir noch einen Baum? Ich habe nämlich insgesamt 4. Okay. Jo. Oh nein. Das ist schon ziemlich in die richtige doof Richtung. Hier. Machst du damit unsere Base mit kaputt? Es sieht so aus, ja. Aber ich will den weghaben. Müssen wir gleich nochmal. So, liebe Leute, wir zeigen euch auch gleich, wie man sowas dann repariert. LOL! Okay. Das müsste despawnen, das darunter. So. Wie repariert man den Shit jetzt? Hier steht, ich habe keine Steinhacke oder so. Lass uns mal gucken, ob wir das gerade reparieren können damit. Nein, okay. Dann kombiniere doch einfach mal einen Stein ja. mit einem Stick und ja. pack Glove dazu. Ja, habe ich auch gerade schon versucht. Ich glaube, es hat nicht funktioniert, aber. Mit einer Rope dazu passiert auch nichts. Ah, doch, doch, mit einer Rope dazu wird passiert. Das ist das, was wir brauchen. Aber ja. das wird eine Steinaxt. Ja, ist nicht egal. Ja, die Steinaxt ist aber nicht zum Reparieren. Nicht. Nee, das ist eine Aber Axt. Was ist denn das dann? Ich schau mal gerade. Was war denn das? Oh. Der Hammer. So, tschüss. Puh. 2 Sticks, 1 Rock, 2 Glove und 10 Saplings. Saplings. Ja, davon hast du Triceps, davon hast du einige. 2 Glove, 2 Sticks, Bauchenstein. Oh, jetzt düst aber gerade wieder um mich herum das Wetter. Ja, okay, jetzt höre ich den Wind aber auch, muss ich sagen. So, ich kombiniere jetzt einen Stein. Krass ist einfach, dass die Bäume sich trotzdem nicht mehr bewegen als vorher. Das sind echt starke Bäume, ja. Ja, krasser Shit. So, was ist jetzt 2 Sticks? Warte. 2 Sticks, 1 Rock, ein Seil und Saplings oder was? Genau. Ein Stone, 2 Sticks, 2 Cloth und dann Saplings auffüllen. Also Tree Saps. Ja, ich hab's auf Deutsch, das ganze Spiel. Ja, dann heißt es wahrscheinlich Tree Saps. Das ist dieses braune Zeug rechts neben deinem Crafting-Feld. Dieses braune Zeug, was da rumliegt. Baumharz. Ja, dann ist das Baumharz. Deutsch. Hm, so. Wow! Ich bin ein Zauberer. Ein Zauberer von deinem Herrn. Krasse Scheiße. Okay. Sehr so, nice. Eins müssen wir noch umhauen und dann. Oh, ich trinke und esse die ganze Zeit auf den Tasten. Das macht mich kirre. Der Schaden der Steinaxt scheint aber höher zu sein. Ja, das ist gut. Weil, ich meine, da stehen ja auch die Stats bei. Könnte man ja, ja auch genau. vielleicht einfach mal gucken. Schaden. Jo, der Schaden ist höher. Geschwindigkeit ist aber super langsam. Das kannst du boosten. Du kannst Upgrades machen davon. Oh, ich glaube, wir haben hier einen seltenen Fall von Baum im Baum. Okay. Komm mal her, hier ist Baum im Baum. Wo bist du denn? Hier hinten. Hilft dir das? Am I helping? Hier vorne an da. Ja, ich komm doch. Au. Wenn du da reinschaust, siehst du ganz genau Baum im Baum. Tatsache. Und wie lösen wir jetzt das Problemchen? Indem wir Baum umhauen. Ja, dann hol drauf. Baumfeld.
Das ist super lustig. Wow. Das sieht witzig aus. Wenn der Baum im Baum fällt. Du darfst wieder den Endstein legen. 6, 7. Boah, das dauert ja ewig. Was darf ich? Den Endstein legen. Also nochmal Baumis nehmen und dann damit Gassi gehen. Im Teil, wo wir es entbauen. Dann haben wir das Bauprojekt ja beendet. Brauche ich nur noch eins? Zwei. Genau, du brauchst noch eins. Yay! Wuhu! Das hat gut funktioniert. Yes. Oh, man kann das auch abschließen hier. So. Bumm, bumm, bumm. So, Baumstämmis spalten. Eine gute Aufgabe für Katzen. Ich versuche gerade die großen Steine hier kaputt zu machen mit der Steinaxt. Mal gucken, ob das funktioniert. Würde ich sogar fast mal mit dem Hammer versuchen. Das könnte ich mir vorstellen, dass sowas mit dem Hammer funktioniert. Ja? Okay. Ja, ich weiß es aber nicht. Ja, es ist aber Reparaturwerkzeug, heißt das. Ja gut, dann vielleicht lassen wir dann den Hammer weg. Hm. Naja. Und uns wurde übrigens der Tipp gegeben, dass wir bitte das Geld aufbewahren sollen. Leider wurde im gleichen Zug gespoilert. Also Leute, bitte... Also Items hat es vielleicht schon gespielt. Ja, ich nicht. Ich möchte eigentlich ungern gespoilert werden. Ich habe den Kommentar auch direkt gelöscht, falls derjenige sich wundert. Gespoilert wird bitte nicht. Er hat nämlich die komplette Story vorgespoilert. Fand ich jetzt nicht so schön. Das ist nicht nett. Nee, das ist wirklich gar nicht nett, leider. Spoilernde Katzen sind böse Katzen. Baum fällt. Alter, das hätte ich jetzt gerade fast lustig gefunden. Was denn? Da ist gerade in dem Moment ein Vogel vorbeigeflogen. Wenn es den erwischt hätte wegen dem fallenden Baum, hätte ich gelacht. Das Problem ist... Ah. Man kann mit Loks nicht schwimmen. Können wir Brücken bauen? Wir können einen Steg bauen, ja. Das ist unser nächstes Bauprojekt, habe ich mal gehört. Ja, und dann würde ich den direkt mal hier ansetzen. Stimmt, dann können wir auch darüber. Aber von außerhalb unserer Base, oder? Ja, würde ich sagen. Wo war der denn? Doc. Au. Au. Oh, der geht nur bis maximal hier? Oder wie? Ja, der geht nur bis maximal dort. Eventuell müssen wir dann doch was anderes nehmen als den Dock. Dann nehmen wir mal den Floor oder Plattform. Schauen wir mal, ob das dann funktioniert. Da bin ich aber gespannt. Wo waren die denn? Oh, bei mir macht's gerade Flugzeug. Jo, ich hab's gehört.
wie schön das aussieht. So. Oh, damit können wir jetzt nicht einfach durchbauen. Das ist natürlich interessant. Vielleicht können wir einfach zwei Docks miteinander verbinden. Das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Wo muss ich drücken? Weil dann kann ich hier von der anderen B. Seite direkt... Was? B. B, dann bist du in deinem Buch drin und dann gehst du so weit nach rechts, bis du bei den Booten bist. Und da gibt es Dock. Er drehst es dann bei und dann... den Booten. Und dann Steg, ja? Ja, wenn das Ding Steg heißt, dann ja. So? Oh, warte, ich kann doch weiterbauen. Ja, klar, du kannst es ziehen. Er braucht nur eine Zwischenplattform. Ja, nee, er braucht eine Zwischenplattform. Das ist das Problem gewesen. Oh, wow. Ja, ich fühle mich genötigt, das wegzumachen. Ich habe da schon was reingetan. Nee, der ist jetzt runtergefallen. Sollen wir die Nacht überspringen? Ja. In die Base, in die Base, über einen Umweg. In die Base. Können wir nicht. Dauert noch ein bisschen. Dauert noch? Wir können noch nicht überspringen? Mm-mm. Aber wir können die Fucklies anmachen, oder? Ja, mache ich doch gerade. Guck ein. Volk hat auch mal mitgedacht, ja? Nice. Hier war mal ein Haus. Frag mich, wo das hin ist. Weißt du das? Leider nein. Du sagst aber Bescheid, wenn du es rausfinden solltest, gell? Ja. Auf jeden Fall. Das ist nett. Im Moment kann ich mir das nicht erklären. Einfach weggewiesen. Flug weg. Einfach so. Puh, wo, ist denn unsere, wo ist denn unsere vierte? Wir hatten noch vier Fackeln, oder nicht? Ach, die ist bestimmt mit kaputt gegangen. Wo kaputt gegangen? Was ist denn kaputt gegangen? Ist doch gar nichts kaputt gegangen. Weiß ich auch nicht. Oh aber Mann, weißt du, was ich weiß? Dass die Folge zu Ende ist. Ganz genau. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Items wieder, nämlich morgen und hoffentlich im Hellen. Und bis dahin, ciao. Tschüss.